Ja, Freunde, dann lasst uns mal beginnen mit der heutigen Vorlesung tatsächlich mit dem Stoff. Wir sind also mitten im Kapitel Suchen und machen vielleicht am Anfang, weil es jetzt doch ein bisschen her ist, vor 2 Wochen, einen kurzen Recap. Da haben wir hier, ja, wie wir sehen, haben wir hier nochmal kurz die Zusammenfassung der Folien von vor 2 Wochen. Wir hatten angefangen mit der Suche und haben also als zunächst mal die einfachen Suchverfahren kennengelernt. Das hatten wir hier zunächst mal mit der linearen Suche begonnen, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir gehen die Menge, die Folge, einfach das Array von links nach rechts oder von rechts nach links durch und prüfen jedes einzelne Element, ob es der Schlüssel ist, den wir suchen. Und dann haben wir eben gesehen, naja, im Durchschnitt haben wir n plus 1 halbe viele Vergleiche, was letztendlich nichts anderes ist als O von n, wenn wir die ganzen Konstanten wegtun. Und im Worst Case, das heißt, das ist typischerweise dann, wenn der Schlüssel nicht drinnen ist, dann müssen wir einmal komplett durch die Liste durchgehen. Das heißt, in dem Fall haben wir n viele Vergleiche, also O von n bleibt hier stehen. Der Speicher ist linear, das ist okay, kein Problem. Das heißt, zwar haben wir einen Vorteil, weil wir müssen nichts tun, keinerlei Initialisierung, keinerlei Annahmen über die Daten treffen, aber der Nachteil ist halt, wir haben eine relativ hohe Suchkosten. Ne? Also das ist immer O von n und wir haben ja dann gesehen, es geht auch schneller, für die lineare Suche ist das halt so. Ja? So, dann hatten wir als nächstes eben hier diese binäre Suche. Da war die Idee, dass wir sozusagen immer in die Mitte springen und wir brauchen als wichtigste Annahme zunächst mal, dass das Array sortiert ist. Ne? Dann können wir so wie im Telefonbuch an eine Stelle springen, am besten in die Mitte und gucken, wenn wir da schon den Schlüssel finden, sind wir fertig. Wenn nicht, dann wissen wir, alles, was kleiner ist als der Schlüssel, den wir suchen, beziehungsweise als der Schlüssel an der Mitte, ist links von dem Schlüssel und alles, also vor dem Schlüssel, an dem wir gerade sind, und alles, was größer ist, ist hinter dem Schlüssel. Das heißt, je nachdem, was wir suchen, müssen wir entweder vorne weitersuchen oder hinten weitersuchen, und das machen wir rekursiv natürlich, dass wir da auch wieder über die Mitte springen und dann immer sozusagen die Hälfte kleiner werden. Ne? Und dann haben wir natürlich sowohl im Average Case als auch im Worst Case gesehen, dass wir tatsächlich in einen logarithmischen Zeit, also O von log n, tatsächlich suchen können. Super, der Speicher ist auch okay. Das heißt, der Vorteil ist, nicht nur im Average Case, auch im Worst Case sind wir auf jeden Fall log n. Super, aber der Nachteil ist, dass das Ding natürlich sortiert sein muss, damit wir eben hier immer diese Idee der binären Suche eben ausnutzen können. Ja? Und dann hatten wir sogar noch ein besseres Verfahren kennengelernt, im Anführungszeichen, nämlich die Interpolationssuche. Da war die Bedingung nicht nur, dass das Array sortiert ist, also die Folge, die wir durchsuchen, sortiert ist, sondern auch noch, dass die Daten gleich verteilt sind. Ja? Und dann hatten wir gesagt, naja gut, wenn die Daten gleich verteilt sind und wir kennen ja das erste Element und das letzte Element, dann können wir eigentlich interpolieren. Ne? Das heißt, wir machen diese Interpolationsgerade und können dann anhand dieser Interpolationsgerade, die sozusagen den Zusammenhang, einen linearen Zusammenhang herstellt zwischen Array-Position und Wert des Schlüssels an dieser Position, müssen wir einfach nur anhand der Interpolationslinie sozusagen ablesen für einen beliebigen Schlüsselwert den entsprechenden Array-Wert und dann zu diesem Array-Wert springen. Und wenn die Daten tatsächlich gleich verteilt sind, dann kriegen wir das tatsächlich im Average Case in log log n hin. Das ist nochmal besser als die binäre Suche. Aber der Worst Case, das ist der Case gewesen, wo die Daten eben nicht gleich verteilt sind. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann aber nicht 10, sondern 100 als Maximum. Dann ist die Interpolationsgerade ziemlich steil. Das heißt, wir springen zunächst mal immer nur 1 weiter, ja, statt in mehr oder weniger gleich dahin, wo es tatsächlich liegt. Ja. Das heißt also im Worst Case, wenn die Daten komplett ungleich verteilt sind, eben kein linearer Zusammenhang besonders zu sehen ist, dann zwischen Index des Arrays und der Schlüsselwert, dann landen wir wieder in dem linearen Bereich. Ja? Speicher ist nach wie vor okay, passt. Das heißt, Vorteil, superschnelle Suche, nochmal schneller als die binäre Suche. Allerdings, das ist der Nachteil, nur dann, wenn die relativ harten Bedingungen erfüllt sind, nämlich erstens, das Array muss sortiert sein und zweitens, die Datenverteilung muss gleich verteilt sein. Ja? Das heißt, die Daten müssen gleich verteilt sein in dem Array.
Und das sind natürlich harte Annahmen, die meistens nicht unbedingt tatsächlich stattfinden. Gut, das bringt uns zum heutigen Thema, nämlich wir haben als heutiges Thema das Thema Suchbäume, Entschuldigung. Ja, also Suchbäume heute. Jetzt wollen wir sozusagen unsere Suche, unseren Suchalgorithmus durch eine etwas kompliziertere Datenstruktur unterstützen. Bisher haben wir einfach nur das Array so genommen, wie es ist. Aber wir können ja mit diesem Array, mit dieser Folge, ja vielleicht noch ein bisschen was Komplizierteres bauen. Ja? Beispielsweise einen Baum. Ja? Weil diese binäre Suche, das ist ja sowas wie ein Suchbaum. Ja? Das zersplittert irgendwie in so einen Binärbaum, unser Entscheidungsbaum sozusagen. Ja? Und das wäre doch cool, wenn wir das irgendwie simulieren könnten. Ne? Das heißt also, wenn wir irgendwie einen Baum aufbauen könnten, der irgendwie auch schon diese Sortierung innerhalb des Baumes inhärent drinnen hat. Ja? Und das sind genau die sogenannten Suchbäume und die schauen wir uns eben jetzt an. So, also hier die Übersicht von unserem heutigen Kapitel, zumindest von einem Teil des Kapitels. Wir werden also binäre Suchbäume und AVL-Bäume uns anschauen. Binäre Suchbäume als einfache Grundlage. Wie wir sehen werden, haben binäre Suchbäume, die einfachen Suchbäume, eben einen gewissen Nachteil, den dann diese AVL-Bäume versuchen auszugleichen. Und eine Variante, da gibt es die AVL-Bäume, das ist historisch sozusagen die erste Variante, die das versucht auszugleichen. Da gibt es aber 100.000 weitere Varianten, die das versuchen auszugleichen. Eine davon sind die sogenannten Splay-Bäume. Die schauen wir uns ganz kurz mal an. Es gibt dann noch weitere Bäume wie, weiß nicht, Schwarz-Weiß-Bäume und alles mögliche andere. Das können sich alle mal ein bisschen anschauen, wenn sie Lust haben und ihnen langweilig ist. Das ist aber mehr oder weniger immer dieselbe Idee, dass man versucht, das Ganze nochmal ein bisschen zu optimieren, ja, und eher dann akademisch. Also AVL-Bäume sind so die klassischen Sachen und Splay-Bäume ist so ein bisschen State of the Art momentan. Ja. So, dann werden wir sehen, dass alles, was wir bisher ja machen, ist im Hauptspeicher. Ne? Wenn wir etwas suchen auf der Festplatte, das sind also auf dem Sekundärspeicher, dann haben wir da ein bisschen andere, Voraussetzungen. Ne? Weil so eine Festplatte, also erstmal ist das eine Sache, die man sehr, sehr häufig tut, ja? Auf der Festplatte etwas suchen. Das ist etwas, was man sehr, sehr häufig tun muss. Beispielsweise in einer Datenbank, ne? Denken Sie dran, also wenn Sie, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel momentan, aber bei der Lufthansa einen Flug buchen wollen, ja, dann wird da zunächst mal für Ihre Verbindung natürlich alle Flüge rausgesucht, die für diese Verbindungen in Frage kommen. Ja? Und diese Flüge, diese ganzen Flugverbindungen, die liegen natürlich nicht bei Ihnen im Hauptspeicher. Ja, sondern die liegen auf irgendeiner riesengroßen Festplatte, das ist hier sogar in Erding, glaube ich, ne, bei Amadeus, da liegen die ganzen Dinger drauf und in dem Buchungssystem, das ist eine riesengroße Festplatte und da muss gesucht werden. Ja. Und wie kann ich auf einer Festplatte ordentlich suchen? Gelten da die ähnlichen Bedingungen wie im Hauptspeicher? Eben nein, und das schauen wir uns an. Und tatsächlich ist es so, dass die Bäume, die Idee dieser Suchbäume relativ gut auf Sekundärspeicherstrukturen umgesetzt werden können oder angepasst werden können. Das sind dann die sogenannten B-Bäume oder auch B-Plus-Bäume dann als weitere Entwicklung. Und das ist nach wie vor, die sind schon relativ alt, aber nach wie vor bei den Datenbanksystemen heutiger Prägung eigentlich so State of the Art, wie man versucht, Suchen auf der Festplatte eben zu beschleunigen. Also schauen wir uns dann an, ja, im Kapitel 3, 4, ist aber nächste Woche erst. So, und auch nächste Woche schauen wir uns dann an noch räumliche Daten. Also bisher suchen wir dann, nicht nur in diesem Kapitel, sondern bisher in den einfachen Suchverfahren, sondern auch hier suchen wir nach einfachen Schlüsseln, also Schlüssel, die aus einem Wert bestehen. Was ist aber jetzt, wenn Sie beispielsweise GPS-Daten haben, ja, also Ihr Objekt, das Sie suchen, hat jetzt plötzlich zwei Schlüsselwerte oder auch 40 Schlüsselwerte und Sie suchen nach all diesen Schlüsselwerten gleichzeitig, ja, dann spricht man von sogenannten räumlichen Daten. Und da gibt es auch Anpassungen der binären Suchbäume für diese räumlichen Daten. Das sind die sogenannten R-Bäume, stehen jetzt nicht für räumliche Bäume, sondern für Rectangle-Bäume. Ja, also die schauen wir uns dann eben, wie gesagt, auch nochmal genauer an nächste Woche. Ja, aber diese Woche schauen wir uns, wie gesagt, die binären Suchbäume und die AVL-Bäume an. Und wie gesagt, wir starten
erstmal mit den binären Suchbäumen. Davor schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was wir vorhin im Prinzip schon gesagt haben. Also bisher haben wir in linearen Strukturen gesucht. Also wir haben einfach das Array so genommen, wie es ist. Die besten Erfahrungen haben wir eigentlich gemacht sozusagen mit dem Szenario, dass das Array sortiert ist. Dann kommen wir auf eine Suchkomplexität von log n. Ja? Problem bei der ganzen Sache ist, um ein Array zunächst, wenn das Array vorher nicht sortiert ist, dann müssen wir es erst sortieren. Und das wissen wir, ist ja schon n log n. Das heißt, das zahlt sich auf keinen Fall irgendwie aus. Ja? Zumindest zahlt sich das maximal für statische Mengen aus. Ja, für eine große statische Menge, wo nicht viel passiert mit Einfügungen und Löschen und wo aber häufig gesucht wird. Ja, da kann ich mal sagen, okay, jetzt spendiere ich mal ein Sortieren. Dafür bin ich nachher bei dem, das dauert ein bisschen länger, dafür bin ich nachher beim Suchen ein bisschen schneller. Ja. Aber wenn die Menge eben relativ volatil ist, das heißt viel Einfügen und Löschen gemacht wird, dann ist das nicht so cool, ne? Weil ich muss ja, damit ich überhaupt mal die richtige Stelle finde, okay, das geht zwar in log n, wenn das vorsortiert ist, das Array, aber wenn ich jetzt eben was Neues einfüge, zum Beispiel an die erste Stelle, muss das gesamte Array um 1 nach hinten, das gesamte restliche Array um 1 nach hinten verschoben werden. Das heißt, ich habe einen O von n Aufwand für das Einfügen im schlimmsten Fall. Und beim Entfernen ist genau dasselbe. Wenn ich das erste Element entferne, dann muss ich alle Elemente, die danach kommen, um 1 nach vorne verschieben. Das ist auch O von n. Ja? Das heißt also, Einfügen und Löschen in einem sortierten Array, damit es die Sortierreihenfolge erhalten bleibt, ist auf jeden Fall ein O von n. Und das ist auch wieder nicht so schön. Ja, das heißt also, einen Tod muss ich dann sterben. Entweder ich sortiere einmal vorher und muss dann aber hoffen, dass die Menge statisch bleibt. Oder ich sortiere eben nicht, weil das Ganze ziemlich volatil ist. Dann habe ich aber auch eine schlechte Performance beim Suchen. Das ist doch irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ne? Und genau deshalb haben sich die Leute auch Gedanken gemacht. Also vielleicht liegt es einfach an dieser linearen Struktur. Vielleicht brauchen wir irgendwie was Verzweigtes, ja? Die, wie gesagt, so eine Art binäre Suche schon irgendwie inhärent möglich macht. Und genau das bieten uns die Bäume. Ja? Die Bäume bieten uns natürlich Möglichkeiten, Daten zu strukturieren. Am besten so, dass diese Sortierung, diese Sortierreihenfolge schon inhärent in dem Baum drinnen ist, in dieser Struktur. Dadurch werden natürlich die Operationen einfügen, löschen und suchen von Elementen etwas komplexer, zumindest zu implementieren, aber hoffentlich dann eben auch schneller. Ja? Das heißt also, von der Laufzeitkomplexität werden sie hoffentlich besser und schneller, und wir werden tatsächlich sehen, dass das so ist. Das heißt, wir interessieren uns jetzt insbesondere dafür, wie schnell geht das Suchen, aber eben auch, wie schnell geht das Einfügen und das Löschen in die entsprechende Struktur. Ja? Und was ich eben vorhin schon gesagt habe, diese Suchbäume, das Suchen in Bäumen ist auch eine effiziente Lösung, wenn ich eben auf einer Festplatte, also im Sekundärspeicher, suchen möchte. Gut, und wie gesagt, Bäume als Datenstruktur, das ist eine schöne Sache, ja, vor allen Dingen für Suchen, wie wir gleich sehen werden. Und wir fangen an mit dem einfachsten der Einfachheit sozusagen, und das sind die einfachen binären Suchbäume. Das kommt im nächsten Podcast, weil der wird sonst ein bisschen lang jetzt sind wir schon wieder relativ lang, also das kommt im nächsten Podcast. Bis gleich.